Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Game Dev Tycoon. In der letzten Folge habe ich mich ja darüber beschwert, warum Shooter immer so overhyped sind, weil die ja jedes Jahr erscheinen und also jetzt und ich ja der Meinung bin, dass ich es nicht verstehe und andere Spieler es ein bisschen mehr verdient haben. Das möchte ich jetzt gleich mal einhaken, während ich nachsynchronisiere. Da kann ich ein bisschen labern und. Ihr seht ja eh, was passiert. Ich verstehe es, wenn man solche Spiele mag, keine Frage. Ich habe ja auch meine, in Anführungszeichen, Gamer-Karriere. Na, hat nicht mit Counter-Strike begonnen, sondern mit Legend of Zelda auf dem NES. Aber ja, ich habe ewig lang Counter-Strike 1.6 und Counter-Strike Source gespielt. Ja, vielleicht bin ich einfach nur aus dem Alter raus und ja, keine Ahnung. Verstehe den Hype nicht mehr. Oh, wir stellen einen neuen Mitarbeiter ein. Und Muse, ich habe Hyde gespielt und das Erlebnis ungemein genossen. Dieses Spiel hat eine außerordentliche technische Optimierung bekommen, die sich spürbar durch das Spielerlebnis ziehen. Kurz gesagt, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Julian Rickstar von Gamer Pro. Jetzt sieht man, wie die Verkäufe ein bisschen höher steigen. Aufgrund von Dingenskirchen hier, ne? Von Marketing. Was sollte ich jetzt noch sagen? Genau, und ich verstehe auch den Hype um diese jährlichen Sportspiele nicht. Ich spiele ja selber FIFA. Ich liebe es. Und war aber vom FIFA 14 schon ein bisschen enttäuscht. Erstmal, weil die neue Ball-Engine nicht für den PC rauskam, sondern nur für die Next-Gen-Konsolen. Wofür keine Ahnung, aber oh, wir bekommen gerade ein dubioses Angebot. Diese Angebote lese ich auch nicht mehr vor, es sind immer wieder gleich, gibt zwei Arten, einmal sabotieren und einmal man bekommt ein neues Thema, man überweist Geld und bekommt ein Thema und verbraucht keine Forschungspunkte. Hier gab es Comedy. Was auf jeden Fall ist bei FIFA, was mir enttäuscht hat ein bisschen. Es ist im Grunde nur eine geupdatete Datenbank und auf dem PC. Und vor allem der PC hat doch ein bisschen mehr Potenzial als die aktuelle Konsolengeneration, also Xbox One und PlayStation 4. Man verfällt so leicht, das in Next Gen zu sagen, aber es ist ja eigentlich Current Gen. Deshalb, ich verstehe den Hype einfach um diese ganzen Sachen nicht. Und dann gab es wieder so Spiele. Achso, nein, ich wollte noch von FIFA fertig reden. Während hier Auftragsarbeit geleistet wird. Das ist für mich unverständlich, dass man in FIFA dann auch noch so, meiner Meinung nach, negative ja, Neuerungen macht. Zum Beispiel, was mir auffiel, eben extrem auffiel, war, dass die Verteidiger, wenn sie einen hohen Ball bekommen, anstatt dass sie mit dem Kopf klären, die einen Fallrückzieher machen und den so klären. Also ganz ehrlich, sehe ich kaum irgendwo, dass Spieler so häufig einen Fallrückzieher machen, um den Ball zu klären. Das ist für mich so negativ. Vor allem, die erwischen auch jeden Ball. Das ist unglaublich. Ich sage gern unglaublich, aber ganz ehrlich, wenn man schon so oft also dass man es einbaut, dass die so oft einen Fallrückzieher versuchen, dann sollten die aber keine 100% Quote haben. Ich glaube, mir ist das selbst noch nie passiert, dass ein Verteidiger, der einen Fallrückzieher gemacht hat oder ja, reingemacht hat, dass der Ball irgendwie verfehlt wurde oder sonstiges. Er hat immer punktgenau getroffen und konnte klären. Und das nervt. Also ganz ehrlich, es ist nicht die einzige Variante, wie man defensiv arbeiten kann. So, hier wird das erste Spiel fürs Play-System entwickelt, und zwar eine Rennsimulation. Ja, wir sind eh gerade beim Thema Simulationen. Also ja, keine Ahnung. Das ist, ich meine, ich spiele die Sachen, weil es Lizenzkram ist. Bin ein Fan davon. Und kaufe mich jedes Jahr. Ich habe auch Fußballmanager jedes Jahr gekauft, außer den 2014er. Weil die in Anführungszeichen Legacy Edition ist nur ein Datenbank-Update. Mehr ist es nicht. Es gab keine Verbesserungen. Wirklich keine. Und wurde ja auch eingestellt.
warum auch immer, was mich dann dazu verleitet hat, auf den von Sports Interactive, also vom Sega, auf den Fußballmanager umzusteigen, den ich im Grunde besser finde, bisschen tiefer in dieses Trainergeschehen man eingebunden ist, aber muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem nicht so ganz warm geworden, weil er für mich unübersichtlich ist. Er ist wirklich extrem unübersichtlich und ich bin aber auch wiederum Fußballmanager gewohnt. Ich habe jetzt 12 Jahre Fußballmanager in TUS, sage ich jetzt mal. Und das ist dann schon wieder was ganz anderes als wie wenn man jetzt die ganze Zeit nur den Sports Interactive gespielt hat. Mich stört vielleicht auch ein bisschen, dass er nicht auf Deutsch ist, aber gibt den Deutsch-Patch für den 2013er, wo ich eigentlich fast alles auf Deutsch ist und ein bisschen Niederländisch ist halt mittendrin. Und fand auch, also finde persönlich, wenn man die beiden kombiniert, könnte da was richtig Cooles draus werden, weil ich glaube, mir ist der Fußballmanager nie abgestürzt. Oh, ein neues Spiel ist fertig, während ich hier laber und laber, und zwar Star Racer. 6 zeigt Potenzial, sagt Star Games. Mir geht langsam die Stimme auch aus. 5 macht teilweise Spaß, sagt Inform Gamer. Game Hero meint, naja, und gibt eine 4. Simulationsspiele funktionieren gut auf Play System, sagt All Gamers, und gibt eine 5. Zurück zu Fußballmanager, eben der von Sega, ist mir nie abgestürzt, schien auch stabil zu laufen, ich habe da auch die 2D-Ansicht bevorzugt, oh, wir sind wieder auf der G3, fand ich ganz schön, man konnte auch ein bisschen, ja, man konnte eigentlich gleich aktiv ins Spielgeschehen eingreifen, aber fand ich halt schade, dass man auch den Fußballmanager eingestellt hat, also den von EA. Weil trotz der Abstürze hat er ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also macht er jetzt auch noch, ich spiele auch jetzt noch Fußballmanager. Also im 2013er. Aber was soll er machen? Ich kann es nicht ändern. Aber gut, EA wird wahrscheinlich die Lizenz behalten und nicht an Sega weiter verleihen, sag ich jetzt mal. Man kann ja so lange verleihen die Lizenz an Sega und sagen, ey, guck mal, ihr habt da ja doch noch einen Fußballmanager, könntet ja unsere Lizenz für einen gewissen Betrag euch ausleihen auf 4 Jahre, keine Ahnung, oder so, und dann hätte Sega auch, dürfte es auch in Deutschland verkaufen, Österreich und so, ne? Aber das wird nicht passieren, weil ich EA so einschätze, dass die drauf sitzen bleiben und sagen in 2-3 Jahren, oh, wir bringen nochmal einen Fußballmanager und der soll reinhauen. Aber gut, vielleicht entwickeln die ja jetzt einen neuen Fußballmanager und fangen nochmal von vorne an, weil ich glaube, durch diese ganze Fortsetzung und immer wieder die gleiche Engine, die man zwar weiterentwickelt hat, in dem Studio, wo mir gerade der Name nicht einfällt, glaube ich, dass man da schon, wenn man dann neue Studio nutzt und auch etwas neuer dran arbeitet, dass man da schon was Besseres rausbringen könnte, wo nicht alle meckern. Ich meine, es ist wie bei FIFA. Bei FIFA, es wird gemeckert, aber jeder kauft, und Fußballmanager war es genauso. Ich war genauso einer. Ich habe gemeckert und habe mir trotzdem gekauft. Ich habe hier auch irgendwo noch einen Fußballmanager 2002, der auf 2 CDs, glaube ich, kam. Richtig nostalgisch, als ich den letztens fand. Und habe auch den 2004er letztens gefunden, wo es ein geiles Feature gab, das hieß Football Fusion, und
Da konnte man, wenn man FIFA besessen hat, im Fußballmanager selbst spielen. Ich meine, das ging mit einem Trick, geht es ja auch jetzt, glaube ich, sogar noch. Aber es ist halt dann, wird nicht FIFA benutzt, sondern die eigene Engine, die jetzt nicht so Bombe aussieht. Aber gut, gehen wir jetzt wieder zurück zu Game Dev Tycoon. Jetzt habe ich fast eineinhalb Folgen lang nur gequasselt. Und wahrscheinlich nicht aufgenommen, wenn ich jetzt nicht nachgucke. Oh, doch, habe ich auch. So, wir sind gerade beim Zeitreise-Action-Spiel namens Timers, das jetzt schon gehypt ist. Weil Keks und so. Wir sind schon in der dritten Entwicklungsphase. Und mir geht die Stimme langsam aus. Es ist echt anstrengend, so viel zu sprechen. Obwohl ich ja eh der Typ bin, der viel spricht. Ja. Was heißt, so, wir sind langsam am Geld verlieren, haben nur noch 5,6 Millionen. War das ein Publisher-Auftrag? Ich weiß es gar nicht. Neuer Rekord in Design. Und ich fuchtel mit der Maus zwischen Design und Technologie. Und Story Quest, Spieldesign und noch was? Level Up? Ne. Story Quest und Spieldesign, Level Up. Und neue Forschung, verzweigende Erzählung und Tag- und Nachtzyklus. So, unsere neue Mitarbeiterin muss in Urlaub. Kritiken für Timers. Eine 7. Actionspiel funktioniert gut auf dem Play-System. Natürlich. Nette Erfahrung von Infogamers. Gibt ebenso eine 7. Und noch eine 7 von Game Hero und eine 7 von Aura Games. Und wir forschen an. Was machen wir? Was forschen wir? Wir forschen den Tag. Und Nachtzyklus. Ne, war kein Publisher-Game. Falls ihr euch fragt, warum ich keine mittleren Spiele mache, das liegt einfach daran, erstens zu wenig Mitarbeiter und zweitens zu wenig Fans. Die würden sich nicht verkaufen, so wie sie viel kosten. Wir machen wieder Auftragsarbeit, weil wir erforschen wollen. Und noch eine Auftragsarbeit hinterher, während meine Stimme nachlässt. Und da muss ich jetzt auch gleich wieder einhaken, die Stimme nachlassen. Da bewundere ich so große YouTuber, die wirklich jeden Tag zwei, drei Spiele raushauen. Also Folgen von Spielen, so wie Gronkh, Sadaza, keine Ahnung. Auch alle anderen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die ich auch gucke. Und echt Respekt, ich meine, manche nehmen ja nur täglich auf, manche produzieren ja vor einige Folgen, ich produziere ja vor einige Folgen immer. Zum Beispiel bei Arch Age wollte ich nicht so viel vorproduzieren. Produzieren? Ich schwör, produziere mich nicht. Produzieren, weil ich wollte eigentlich mehr so ein bisschen täglich spielen. Und gleich beim Thema Arch Age hake ich ein. Vom 4. bis 8. September gibt es eine Beta, die ich natürlich wieder Let's Playen werde, mit unserem Charakter Haichun weiterspielen werde. Und, was ich auch gleich hier jetzt ankündige, so ein bisschen unterschwellig, es wird einen Livestream geben. Und zwar ich weiß es jetzt noch nicht so genau, entweder am 5. oder am 6., also am Freitag oder am Samstag, gibt es einen Livestream von Arch Age. Das möchte ich auf jeden Fall. Und da werde ich jetzt bei Arch Age bis zum 15. September vorproduzieren. Gleich gesagt. Weil am 16. kommt das Spiel bereits raus. Also die haben es richtig, richtig eilig, dieses Spiel zu veröffentlichen. Lag vielleicht an der guten Beta-Resonanz. Und bin aber sehr gespannt, ob die das überhaupt hinkriegen werden. Da alles reinzuwerfen, was nur geht, weil es fehlen noch diese Sprachfiles, wenn man von einem Händler weggeht oder so, der spricht ja noch immer Japanisch, Chinesisch, ich weiß nicht, eine asiatische Sprache. Von dem her, puh,
ziemlich knapp, der Zeittermin. Aber gut, wenn sie glauben, dass sie soweit sind, sollen sie es machen. Also auf jeden Fall 5. oder 6. Ich kündige es auf Twitter an, also am besten ihr folgt mir auf Twitter. Oder du, der das guckt. Weiß ich nicht, ich werde noch ein Ankündigungsvideo machen, dass ich live streame. Wenn es auch jeder auf YouTube sieht, der mir nicht auf Twitter oder Facebook folgt. Auf Facebook könnt ihr mir natürlich auch folgen, keine Frage. Der oder die Streams, kann ja sein, dass ich Freitag und Samstag streame. Wird auf jeden Fall so sein, dass ich nur Freitag, Samstag eine Folge aufnehme. Also am Freitag für Freitag und Samstag aufnehme. Dann entweder am Freitag schon Livestreame, also nein, warte, am 4. Es beginnt die Beta. Kommt ganz wieder, also morgen, wenn dieses Video kommt. Nein, übermorgen. Dieses Video kommt am Dienstag. Das heißt, übermorgen am Donnerstag kommt die Beta von RJG, die Open Beta, wo ihr alle mitmachen könnt. Da werde ich Folgen für Donnerstag, Freitag, Samstag aufnehmen. Dann kann es sein, dass ich Freitag und oder Samstag streame. Oder generell nur Samstag streame. Auf Twitch. / GameReleaseTV. Na, wisst ihr Bescheid jetzt? Ich pack dann auch ein Ankündigungsvideo, Link in die Beschreibung und und. Auf jeden Fall. Und dann am Samstag nach dem Stream werde ich gleich für Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, keine Ahnung, bis zum verläufigen Beta-Ende bisschen vorproduzieren. Und es kann halt sein, dass ich dann noch am 8., also am Montag, nochmal streame. Also wenn ich wirklich bis zum 15. vorgenau geplänkelt habe, bis 15. September, bis ein Tag vor Release der Beta, dann kann es sein, dass ich einfach, ja, dass ich noch live streame in der Beta. Weil ich habe so viel Spaß an dem Spiel und möchte noch so viel machen und das geht nicht, wenn ich nur Folgen mache und die werden dann eine Stunde lang die Folgen und es guckt keiner. Ich weiß nicht, wer das gucken soll. Gibt vielleicht Leute, die das gucken und so, aber keine Ahnung, vom Spielgeschehen kriegt eh keiner was mit, vor allem wenn ich jetzt so viel rede. Also jetzt meine jetzt von Game Dev Tycoon zu dem Spielgeschehen. Gerade ein neues Spiel rausgebracht, das heißt Resident Angel. Und das bekommt eine 6 von Stargames und eine 6 von Informed Gamer und eine 6 von Game Hero und eine 7 von All Games. Ich glaube, das war ein Publisher-Spiel. Und wir erforschen jetzt verbesserte KI. Und Fortsetzung mit erforscht und sie erstellt einen Spielbericht. Ja, war ein Publisher-Vertrag. Und zwar von Capcom. Das ist mir während des Spiels gar nicht aufgefallen, dass das hier. Oh, der TS ist erschienen. Dass ich das Spiel Resident Angel für Capcom entwickelt habe. Also Capcom und Resident Evil, ne, ihr wisst ja. Oh Gott. So, wir verschenken jetzt eine alte Spieler-Engine, obwohl wir auch noch Geld machen können, aber wir wollen Fans und nicht nur Geld. Also, wo war ich denn jetzt? Ah ja, wegen Livestream. Ich werde das auf jeden Fall ankündigen, auf Twitter und YouTube und automatisch dann auch auf Facebook. Am besten, ihr abonniert mich, folgt mir oder sonstiges. Ja. Wie geht's dann weiter eigentlich so ein bisschen auf meinem Kanal? Jetzt kann ich das ja beim Nachsynchronisieren ein bisschen nutzen. Die letzten paar Minuten, die ich noch habe in dem Video. Auf jeden Fall ArchAge wird so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Endlos-Projekt. So wie es auch Game Dev Tycoon ist. Wobei Game Dev Tycoon dann wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig kommen wird wie jetzt, sondern eher andere Projekte. Und ich warte ganz ehrlich noch ein bisschen auf ein paar Kracher. Ich gucke mir jetzt mal an, welche Spiele noch kommen werden, was ich noch let's playen möchte. Die Batman-Trilogie, also bis Arkham Origins,
kommt ja, habe ich das jetzt mitbekommen? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe oder ob ich mir gerade einbilde, dass es noch ein Vierter kommt. Dann möchte ich auf jeden Fall noch die Bioshock-Trilogie spielen. Ja, was möchte ich noch spielen? Fable, Anniversary und The Last Chapters. Gothic 1, 2 und 3 am liebsten. Arcania Gothic 4 werde ich nicht spielen. Das, mein Kopf verweigert es. Explizit, weil es so schlechte Kritiken bekommen hat, dass es kein Gothic mehr ist. Und Gothic 3 war ja auch recht schlecht, weil ja, innen, also Piranha Bytes wurde anscheinend von Joe Wood nicht genug Zeit gelassen. Aber ist okay. Was möchte ich noch? I'm Alive, da habe ich die erste Folge schon aufgenommen. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. L.A. Noir soll noch kommen. Metro Last Light. Outlast werde ich nicht let's playen, vergesst es. Why not? Ich habe schon 93 Minuten gespielt. In 20 Tagen, glaube ich. Vielleicht auch meine Payday-Runde livestreamen. Was ich auf jeden Fall noch machen will, ist Planet Explorers zu spielen. Habe ich schon reingeguckt, reingeschnuppert, kommt noch nicht damit klar. Und was auf jeden Fall kommt, auf jeden Fall nach Game Dev Tycoon oder während Game Dev Tycoon, ist The Walking Dead Season 1 und 2. Möchte ich auf jeden Fall aufnehmen. Was möchte ich denn noch so spielen? Ja, sonst habe ich jetzt nichts, was ich jetzt so spielen will. Dann noch die Trilogie von na, fach mal, wie hieß das nochmal? Mir fällt es gerade nicht ein. Ehrlich, mir fällt es gerade nicht ein. Es ist Risen. Genau, die Trilogie möchte ich noch spielen. Ja. Und ich habe mir Fable Anniversary angeguckt. An und für sich soll schön aussehen. Bin ich gespannt. Man wird sehen. Und wie weit sind wir? Okay, ich beende die Folge mit der Gehaltserhöhung. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bye.